Ja, für die Leute, die mein kleines Video bis hierhin gesehen haben, gibt es nun ein Fazit. Also, ich bin hier in Side Evrenzeki im Hotel Side Crown Palace. Und zwar habe ich gebucht vom 10. bis zum 23.11. Nun haben wir den 22.11. und ich bin nochmal in der Strandbar. Ja, die zum Glück noch immer geöffnet hat. Ja, mein Aufenthalt hier, all inclusive in einem 5-Sterne-Hotel, der hat für diese Zeit knapp über 700 Euro gekostet. Ich hätte das also auch billiger haben können, aber ich habe so angenehmere Flüge gebucht. Ich bin in Leipzig um 10 vor 10 morgens losgefahren und morgen geht es um kurz nach 16 Uhr wieder zurück. Das heißt also nicht mitten in der Nacht und nicht irgendwie, ja, abends hier ankommen, das ist ja auch Mist, oder mitten in der Nacht ankommen und mitten in der Nacht aufstehen und zurückfliegen, das macht ja auch nur wirklich keinen Spaß. Ja, das Thermometer hier in der Strandbar zeigt doch sage und schreibe 25 Grad an, man kann es kaum glauben. Zu Hause ist Shitwetter um den Gefrierpunkt rum, ja, und hier ist noch der Sommer. Aber das war ja auch das Ziel, den Winter so ein bisschen zu verkürzen. Ja, kommen wir nun zu Einschränkungen durch Corona. Im Hotel ist überall Maskenpflicht, da wird sich mehr oder weniger dran gehalten. In der Kantine bzw. im Speisesaal ist auch natürlich Maskenpflicht, die wird auch durchgesetzt. Was so ein bisschen die Freude betrübt, ist, dass man sich das Essen nicht selber nehmen kann, sondern dass man dem Kellner sagen muss, davon will ich ein bisschen, davon will ich ein bisschen. Das ist also alles mit Plastewänden verbaut. Naja, und am Tisch darf man natürlich die Maske abnehmen, sonst könnte man ja nicht essen. Ja, auch im Aufzug gibt es Beschränkungen, da dürfen an sich nur 2 Personen mitfahren oder eine Familie, aber da hält sich keiner dran. Manch einer ist auch ohne Maske im Aufzug, was ich jetzt nicht so gut finde. Naja, aber was will man machen? Am besten ist, man regt sich im Urlaub über nichts auf und genießt einfach das schöne Wetter. Ja. Also ich denke, ich werde das also nächstes Jahr nach Abschluss der Wohnmobilsaison genauso wieder machen. Das hat mir ja sehr gut gefallen. Und was natürlich auch ganz toll war, ich hatte vom ersten Tag bis zum letzten Tag voll die Sonne. Na gut, ab und zu war mal ein kleines bisschen bewölkt, aber nur 2-3 Tage. Und es hat natürlich auch geregnet. Eine Viertelstunde, ein Regenguss, alles kam und das Dach angerast. Ja gut, aber ansonsten, ja, besser hätte man es um die Jahreszeit gar nicht treffen können. Ja, ich war ja schon ein paar Mal in diesem Hotel und werde auch immer wieder kommen. Das liegt zwar nicht direkt am Strand, wie ihr gesehen habt, gibt es da ein Shuttle. Aber ich sag mal, das Essen ist abwechslungsreich und jeder findet da jeden Tag irgendwie was. Gibt also nicht nur Truthahn, sondern auch Huhn und Lebermal und Rindergulasch und was weiß ich nicht alles. Und sogar das Kartoffelpüree schmeckt gut. Naja, und dann sind natürlich noch die Kellner, die sind super freundlich und laufen einem hinterher und bringen einem Bier. Ja, die erwarten natürlich ein kleines Trinkgeld, aber das ist ja schon in Ordnung. Also alles in allem ist es super gut. Das Zimmer ist gut, Bedienung gut und Essen gut. Was will man mehr? Ja, der Pool, der ist natürlich am Hotel wie immer eisekalt um die Jahreszeit. Da ist das Meer wärmer, wobei das so knapp über 20 Grad wohl hat. Also auch nicht mehr ganz so super warm. Aber man kann da durchaus super drin baden. Das ist also doch wärmer als die Ostsee im Sommer. Auch die Animation läuft noch. Dart, Boccia und was weiß ich nicht. Abends, naja, wie gewöhnlich, Bingo ist nicht so mein Ding. Also einmal in der Woche Bingo und dann Karaoke. Und gestern Abend am Sonntag, da war so ein externer Künstler da, weil die Animateure alle frei hatten. Ja, Tombola gibt's und sowas alles. Ne? Wer will, kann mitmachen, aber naja, ist eher nicht so mein Ding.
Ja, wie ich schon erzählt habe, ist die Einreise in die Türkei unproblematisch. Also Impfpass in den Pass legen, die Einreisebestimmung dazu und schon funktioniert das. Ja, für die Rückreise, da muss man ja 72 Stunden vor Rückreise dann ein Einreiseformular ins Heimatland ausfüllen. Also von einem Hochrisikogebiet ins andere. Naja, was gibt das jetzt für einen Sinn? Ja, ich habe das an der Kundenbetreuung gemacht. Da habe ich dann Personalausweis und was weiß ich nicht abgegeben. Und ja, dann hat die Dame mir das ausgedruckt. Hat 2,50 gekostet, aber ja, egal. Ja, was hat mir nicht gefallen? Also an zwei Wochenenden, da war irgendwie so eine Verkaufsveranstaltung für Nahrungsergänzungsmittel und dann haben die da Leute eingeflogen, das Hotel war da dann knackevoll und das machte dann da an diesen Tagen auch wirklich keinen Spaß, essen zu gehen. Ansonsten habe ich immer, was weiß ich nicht, bin ich um 9:30 zum Frühstück gegangen, da war alles in Ordnung und um kurz vor 2 zum Mittag, da waren auch die meisten schon weg und beim Abendbrot auch halt um kurz vor 8. Also die Essenszeiten sind morgens von Frühstück von 7 Uhr bis um 10 Uhr, 10.30 Uhr für Langschläfer, Mittagessens von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr und Abendbrot haben sie vorverlegt von 18 Uhr auf 20.30 Uhr. Nein, aber ansonsten, wenn man da sich so ein bisschen aus der Stoßzeit herausgehalten hat, dann war das alles in Ordnung. Ach ja, und was mir auch nicht gefallen hat, Corona-bedingt, die haben die Barhocker weggemacht. Ansonsten, da konnte man dann auch nochmal irgendwelche Leute abends treffen und ein Bierchen zusammen trinken. Das ist jetzt alles leider nicht mehr möglich. Getränke gibt es an der Bar, also auch hinter so einem Plastikverschlag wird das durchgeschoben. Also auch nicht so prickelnd. Ja, heute ist der 23.11.2021 und heute ist Abreisetag. Ja, das ist der erste Scheißtag und da fällt einem das Abreisen natürlich sehr viel leichter. Bisher hat es ja nur mal einmal eine Viertelstunde geregnet, Wolkenbruch und dann kam wieder die Sonne. Naja, aber trotzdem habe ich auch gar keine Lust jetzt noch. Um kurz nach 12 werde ich abgeholt, dann 4 Stunden später ist der Flug, 3 Stunden Flug, 1 Stunde bis man dann am Parkplatz ist und dann noch eine halbe Stunde bis nach Hause. Naja, dann ist Abend, aber egal, da muss ich durch, dicke Jacke an und dann geht's ab nach Hause, kurze Hose mit dem Koffer gepackt, ja, und die Latschen auch und das war's dann erstmal. Naja, im Januar bin ich wieder hier, da hoffe ich, dass ich nicht nur Sonnenwetter habt wie heute. Okay, ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und ja, bis demnächst. So, alles gepackt, Koffer zu. In 1 Stunde werde ich abgeholt, ja, und dann geht's zurück nach Hause.